Miffy, Melanie und Grunty waren bei Boris und Barbara Bär zu einem Picknick eingeladen. Boris und Barbara wohnten im Wald. Sie gingen schnell den Waldweg entlang, denn sie waren alle sehr hungrig. Als sie bei Boris und Barbara ankamen, war Boris gerade dabei, Steine auf dem Boden zu einem Kreis zusammenzulegen. Und Barbara bereitete auf dem Tisch das Essen vor. Hallo Miffy, hallo Grunty, hallo Melanie, rief sie. Ich tue gerade etwas Gemüse aus unserem Garten in den Topf. Das wird eine leckere Gemüsesuppe für unser Mittagessen. Hallo Miffy, hallo Grunty, hallo Melanie, rief Boris. Ich werde die Gemüsesuppe kochen und ihr könnt mir dabei helfen. Melanie, kannst du bitte kleine Zweige aus dem Wald holen, mit denen wir das Feuer anzünden können? Grunty, hol bitte ein paar Stücke Holz von dem Holzhaufen hinter dem Haus. Damit brennt dann das Feuer heiß genug, um darauf zu kochen. Und Barbara sagte, Miffy, du kannst mir helfen, Karotten und Kohl für unsere Suppe klein zu schneiden. Jetzt hatten sie alle etwas zu tun. Es machte Spaß, aber sie wurden immer hungriger. Als alles fertig war, merkten sie, dass sie etwas Wichtiges vergessen hatten. Wir haben kein Wasser, um das Gemüse darin zu kochen, sagte Barbara. Miffy und Barbara gingen ins Haus, um Wasser zu holen. Als sie genug Wasser im Topf hatten, gingen sie wieder hinaus und stellten den Topf mit dem Wasser und dem Gemüse auf das Feuer. Es dauerte nicht lange und aus dem Topf stieg ihnen ein köstlicher Duft in die Nase. Als die Suppe anfing zu kochen, hörten sie, wie sie blubberte. Das Blubbern hört sich an wie Musik, sagte Miffy. Ja, sagte Barbara. Wir können den Takt dazu schlagen. Und sie fing an, mit einem Holzlöffel leicht gegen den Topf zu schlagen. Das klang wie kleine Glockenschläge. Melanie stampfte im selben Takt mit den Füßen. Und Grunty nahm zwei Stöckchen und schlug sie zusammen. Ich hole mein Banjo, sagte Boris und lief ins Haus. Als er wieder herauskam und auf seinem Banjo spielte, fing Miffy an zu tanzen und alle folgten ihr. Immer um den Suppentopf herum. Mit dem Löffel, den Stöckchen und dem Banjo machten sie Musik und tanzten dazu. Sie waren ein richtiges Picknickorchester. Als sie dreimal um den Topf herum getanzt waren, war die Suppe fertig. Musik machen und tanzen hatte sie sehr fröhlich, aber auch noch viel hungriger gemacht. Als Barbara die Löffel und die Suppenschüsseln verteilt hatte, aßen sie alle ihre Musiksuppe mit großem Appetit. Es war die beste Suppe, die sie je gegessen hatten. Miffy und Aggie hatten eine Menge Spaß auf dem Spielplatz. Sie saßen auf der Schaukel und es ging immer auf und ab. Sie lachten und freuten sich. Auf und ab, auf und ab. Da kam Schnuffi auf den Spielplatz gelaufen. Sie wedelte mit dem Schwanz und bellte fröhlich. Guck mal, Miffy, sagte Aggie. Schnuffi möchte auch mal auf die Schaukel. Nein, nein, sagte Miffy. Kleine Hunde gehören nicht auf eine Schaukel, Schnuffi. Du würdest ganz sicher runterfallen. Du kannst auf dem Spielplatz herumtoben.
Miffy und Eggy hatten keine Lust mehr zu schaukeln. Jetzt wollten sie Karussell fahren. Sie stießen sich mit den Füßen ab und das Karussell drehte sich rundherum, immer schneller und schneller. Und Schnuffi lief ganz aufgeregt um das Karussell herum, auch immer schneller und schneller. Guck mal, Miffy, sagte Eggy, während sie sich immer weiter drehten. Schnuffi möchte auch Karussell fahren. Nein, nein, sagte Miffy. Wir wissen, wie man Karussell fährt, aber du würdest ganz bestimmt runterfallen und dir dabei furchtbar wehtun. Kleine Hunde haben auf dem Karussell nichts zu suchen. Aber du kannst drumherum rennen. Das macht auch Spaß. Das Karussell wurde jetzt immer langsamer. Miffy und Eggy war ein bisschen schwindelig. Schnuffi wollte immer noch spielen. Sie versuchte, auf die Rutsche zu klettern, aber sie konnte sich nicht an der Leiter festhalten. Sie fiel von der Leiter und jaulte ein bisschen. Oh, Schnuffi, sagte Miffy, hast du dich verletzt? Ich habe dir doch gesagt, die Rutsche ist nichts für kleine Hunde. Auch auf einem Spielplatz muss man vorsichtig sein. Lasst uns ein wenig ausruhen, sagte Eggy. Sie setzten sich auf eine Bank. Jede von ihnen hatte von ihrer Mutter eine Tüte mit Keksen bekommen. Die wollten sie jetzt essen. Hier, Schnuffi, sagte Miffy, du kannst auch einen Keks haben. Kekse darf jeder essen, sogar kleine Hunde wie du. Miffy und Eggy lachten. Sie wollten nicht, dass Schnuffi traurig war, weil sie nicht mitspielen durfte. Du bleibst schön hier, Schnuffi. Eggy und ich gehen noch einmal zur Rutsche, sagte Miffy. Miffy kletterte die Leiter hoch und rutschte fröhlich lachend hinunter. Dann war Eggy an der Reihe. Sie machte es genauso. Sie mussten beide lachen. Sie hatten nicht gemerkt, dass Schnuffi oben auf die Rutsche geklettert war, ohne runterzufallen. Nein, nein, Schnuffi, rief Miffy. Das ist gefährlich. Rutschen sind nichts für kleine Hunde. Aber Schnuffi setzte sich hin, so wie sie es bei den Mädchen gesehen hatte, und rutschte runter. Sie landete in dem weichen Sand am Ende der Rutsche. Du hast es geschafft, rief Eggy. Du hast es wirklich geschafft, rief Miffy. Was bist du nur für ein kluger kleiner Hund. Ein Wintermorgen, der Himmel war klar und blau. Miffy schlief in ihrem warmen, gemütlichen Bett. Als die Sonne aufging, wurde Miffy von dem Zwitschern eines Vogels geweckt, der an ihrem Fenster saß. Wie schön der Vogel singt, dachte Miffy. Er muss sehr glücklich sein. Er freut sich darüber, wie schön es draußen ist. Ich möchte auch da draußen sein. Miffy zog sich schnell ihren warmen Mantel an und band sich einen Schal um. Und dann ging sie hinaus in den frischen weißen Schnee. Der Vogel war immer noch da. Er saß in Miffys Garten. Was für ein glücklicher Vogel, dachte Miffy wieder. Sie holte ihren Schlitten. Miffy gab ihrem Schlitten einen kleinen Stoß und setzte sich drauf. Es war ein tolles Gefühl, durch den weichen Schnee zu fahren. Miffy hörte den Vogel immer noch singen. Und als sie sich umguckte, sah sie, dass der kleine Vogel hinter ihr herhüpfte. Der Vogel mag den Schnee genauso gerne wie ich, dachte Miffy. Er hüpft immer noch hinter mir her. Aber jetzt musste Miffy ihren Schlitten umdrehen und ihn zu ihrem Haus zurückziehen. Sie hatte noch nicht gefrühstückt. Da drehte sich der kleine Vogel auch um und hüpfte wieder hinter ihr her.
Ich glaube, der Vogel mag mich, dachte Miffy. Er folgt mir überall hin und singt nur für mich. Da kam Miffys Mutter aus dem Haus und rief: Komm schnell, Miffy, du hast keine Zeit, um vor der Schule im Schnee zu spielen. Komm herein und iss dein Frühstück. Als Miffy gefrühstückt hatte, war der kleine Vogel immer noch da. Er saß auf der Fensterbank. Dann machte sich Miffy auf den Weg zur Schule und der Vogel folgte ihr wieder. Willst du auch zur Schule gehen und etwas lernen, kleiner Vogel? Fragte Miffy. Singen kannst du ja schon. Miffy wunderte sich ein wenig über ihren kleinen singenden Begleiter. Als Miffy in der Schule war, saß der Vogel wieder draußen auf der Fensterbank. In der Pause gingen alle Kinder auf den Spielplatz, um im Schnee zu spielen. Sie freuten sich, als sie den kleinen Vogel sahen, der um sie herum hüpfte. Da sagte Melanie: Ich glaube, der Vogel will uns etwas sagen, Miffy. Ja, sagte Miffy. Er ist mir schon den ganzen Morgen gefolgt und hat gezwitschert. Vielleicht hat er Hunger, sagte Melanie. Oh nein, sagte Miffy. Daran habe ich nicht gedacht. Überall liegt Schnee und die Vögel finden nichts zu fressen. Es tat Miffy sehr leid. Ich bin so dumm, sagte sie. Ich hätte wissen müssen, dass der Vogel Hunger hat. Miffy lief ins Klassenzimmer und holte ihre Frühstückstüte. Sie nahm ein Stück Brot heraus und streute ein paar Krümel auf den Schnee. Der kleine Vogel hüpfte ganz schnell zu den Krümeln und pickte sie auf. Es blieb kein einziger Krümel übrig. Dann schlug er mit den Flügeln und flog davon. Als Miffy am nächsten Morgen aufwachte, war der kleine Vogel wieder da. Aber jetzt wusste sie, was sie tun musste. Miffys Lieblingsspielzeug war ihr gelber Teddybär, den sie auch abends immer mit ins Bett nahm. Eines Morgens wachte sie auf und konnte ihren Teddy nicht finden. Er war nicht unter ihrer Decke, wo sie ihn hingelegt hatte. Sie guckte unter ihrem Bett nach und da lag er. Du bist jetzt schon ein großer Teddybär, sagte Miffy. Ich glaube, du brauchst ein eigenes Bett, aus dem du nicht herausfallen kannst. Ich werde meinen Freund Boris Bär fragen, ob er dir ein Bett baut. Wir werden gleich zu ihm gehen. Miffy nahm ihren Teddy auf den Arm und zusammen mit Schnuffi gingen sie durch den Wald zu Boris Haus. Hallo Miffy, hallo Schnuffi, sagte Boris. Ich freue mich immer, wenn ihr beiden mich besuchen kommt. Und wie ich sehe, habt ihr heute noch einen Freund mitgebracht. Das ist mein Teddybär und er braucht ein eigenes Bett. Letzte Nacht ist er aus meinem Bett rausgefallen und das darf nicht nochmal passieren. Das verstehe ich, sagte Boris. Er soll sein eigenes Bett haben. Ich werde in meiner Werkstatt ein Bett für ihn bauen. Boris fing sofort an zu arbeiten. Miffy half Boris. Sie reichte ihm die Werkzeuge, die er brauchte, und Schnuffi holte ihm die kleinen Holzbretter für das Bett. Es dauerte gar nicht lange und das Bett war fertig. Es ist ein wunderschönes Bett. Danke, Boris, sagte Miffy. Mein Teddy und ich freuen uns sehr darüber. Miffy hatte fleißig geholfen und war jetzt müde. Da hörte sie ein... Es war Miffys Vater. Barbara hatte ihn angerufen und ihn gebeten, Miffy und Schnuffi abzuholen. Guck mal, Vater, sagte Miffy, was für ein schönes Bett Boris für meinen Teddy gebaut hat. Boris ist sehr geschickt, sagte der Vater. Hast du dich auch richtig bedankt? Oh ja, sagte Boris. Miffy hat sich sehr lieb bedankt. Es hat mich gefreut, dass ich ihr helfen konnte. Dann war es Zeit, nach Hause zu fahren. Der Vater stellte das Bett vorsichtig auf den Rücksitz des Autos und legte den Teddy hinein.
Schnuffi setzte sich daneben und dann stieg Miffy ins Auto. Sie winkten Boris und Barbara zum Abschied zu und fuhren los. Miffy war nach dem aufregenden Tag und der vielen Arbeit so müde, dass sie einschlief, obwohl das Auto hin und her rumpelte, weil der Weg sehr holprig war. Als sie um eine Ecke fuhren, gab es einen Ruck und der Teddybär flog aus dem Auto. Miffy schlief und ihr Vater musste auf den Weg achten. Er hatte gar nicht gemerkt, dass der Teddy nicht mehr da war. Als sie zu Hause ankamen, sprang Schnuffi aus dem Auto und lief davon. Miffy drehte sich um und sah, dass das kleine Bett leer war. Wo war ihr Teddybär? Sie fing an zu weinen. Oh, mein armer Teddybär ist im Wald verloren gegangen und ich werde ihn nie mehr wiedersehen. Ich glaube kaum, dass wir deinen Teddy in dem großen Wald wiederfinden, sagte der Vater. Und wo ist Schnuffi? Sie ist auch weg, sagte Miffy. Plötzlich hörten sie ein Bellen. Sie guckten sich um und sahen Schnuffi aus dem Wald kommen. Guck mal, Miffy, rief der Vater. Schnuffi hat einen Teddybär gefunden. Miffy war überglücklich. Sie streichelte Schnuffi liebevoll. Du bist so ein guter kleiner Hund und mein allerbester Freund. Es war ein schöner Sommertag. Boris Bär legte Steine zu einem Kreis zusammen. Er baute eine Feuerstelle, denn er wollte Barbara mit einem Picknick auf dem Hügel überraschen. Als die Feuerstelle fertig war, ging er in den Wald, um Holz für das Feuer zu suchen. In Poppy Pigs Haus sagte Poppy zu ihrer Nichte Grunty: Es ist so ein schöner Tag. Wir sollten auf den Hügel gehen und da ein Picknick machen. Das ist eine tolle Idee, sagte Grunty. Wir können ein paar leckere Karotten mitnehmen. Miffys Vater und Mutter hatten dieselbe Idee. Es ist ein herrlicher Tag, sagte Miffys Mutter. Wie wäre es, wenn wir auf den Hügel gehen und da ein Picknick machen würden? Das wäre schön, sagte Miffy. Ich liebe Picknicks. Wollen wir Tante Alice einladen? Ja, das tun wir, sagte der Vater. Tante Alice macht immer so leckere Kuchen und Kekse. So bereiteten sie sich alle auf das Picknick vor, ohne zu wissen, dass ihre Freunde dieselbe Idee hatten. Boris kam aus dem Wald zurück. Er hatte die Arme voller Holz. Er legte das Holz in die Mitte der Feuerstelle. Bevor ich das Feuer anzünde, werde ich Barbara abholen, dachte er. Sie wird sicher überrascht sein, wenn ich sie zu einem Picknick einlade. Boris war gerade gegangen, da kamen Poppy und Grunty den Hügel herauf. Sie sahen sich nach einem schönen Platz für ihr Picknick um. Guck mal, sagte Grunty, dies ist ein guter Platz. Hier ist sogar schon ein Feuer vorbereitet. Können wir das benutzen? Ich glaube, das sollten wir nicht tun, sagte Poppy. Das hat sich bestimmt jemand anderes zurechtgemacht. Da sah sie Miffy und ihre Eltern den Hügel heraufkommen. Sie hatten einen großen Picknickkorb dabei. Sieh mal, sagte Poppy. Sogar Tante Alice und Schnuffi sind da. Vielleicht haben sie die Feuerstelle vorbereitet. Wie schön, sagte Miffys Mutter. Poppy und Grunty sind auch hier. Und sie haben schon alles für ein Feuer aufgebaut. Dürfen wir mitmachen? Fragte Miffy. Aber natürlich, sagte Poppy. Es ist ja schließlich eure Feuerstelle. Nein, nein, sagte der Vater. Es ist nicht unsere. Wer hat sie dann gebaut? Fragte Poppy. Inzwischen war Boris zu Hause angekommen. Er hatte am Morgen alles für ein leckeres Picknick eingepackt und den Korb in seiner Werkstatt versteckt. Jetzt holte er ihn ab. Barbara, ich habe eine Überraschung für dich. Ein Picknick. Komm mit. Boris und Barbara gingen den Hügel hinauf. Plötzlich hörten sie Stimmen.
Oh, Boris, du hast mir eine große Freude gemacht, sagte Barbara. Du hast alle unsere Freunde zu diesem Picknick eingeladen. Boris schmunzelte und sagte, herzlich willkommen zu unserem Picknick. Ich werde jetzt das Feuer anzünden. Aha, sagte Miffys Vater. Aha, sagte Poppy. Aha, sagte Miffy. Du hast also das Feuer vorbereitet, Boris, sagte Tante Alice. Sei vorsichtig, wenn du es anzündest. Boris schmunzelte immer noch. Und bald saßen sie alle um das lustig flackernde Feuer herum. Sie freuten sich über das schöne Picknick an diesem herrlichen Sommertag. Miffy, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen glaubt uns das.